Leute, da bin ich wieder. Und wieder mit einer neuen Episode Hausschützen in Minecraft. Ja, die letzte ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her. Und diesmal bin ich auch schon in der 1.8.1. Diesmal auch in der Vollversion, nicht nur im Pre-Release. So. Wow. Wow, wow. Lass mich. Ah. Ah. Und man hört, die hauen auch noch ordentlich durch. Also, was ist das denn nun? Und vor allem, wie kann man es umgehen? Also, das Hauptproblem ist ja dabei, dass man... So, ich habe mir einfach mal eine Dreckhütte gebaut. Also, ihr seht hier schon die Konstruktion. Ist auch gleich sind auch die ganzen Steine alle. Beziehungsweise die ganzen Pfeile. Deswegen mache ich mal lieber schnell aus. Ah, zu spät. Gut. Ach, hier habe ich einen Fehler gemacht, aber ist ja auch egal. Dann repariere ich ihn immer schnell. Und ins Wasser. So. Ich ziehe mal kurz ein bisschen. Oh, halt mal kurz die Klappe, Schalter, du nervst echt. Hier. Redstone. So. Nun wird es auch ganz funktionieren. Oh, Alter, jetzt hat er meine Klappe. So. Also zunächst einmal, wie man es umgehen kann. Man macht erstmal die Tür, damit das Ding hier klicken aufhört. Und dann seht ihr hier im Hintergrund einen Schalter, den muss man drücken. Aber hier ist noch eine zweite Falle, zu dieser Rückwand. Wenn man hier drauf geht, geht da unten ein Abgrund auf, wie man es schon kennt, und da bin ich auch gerade runtergefallen, in den Lavapool. So, und hier kann eure Behausung sein und ihr könnt ihr sonst was haben. Ja. Rücklaufen müsst ihr euch dann wieder keine Probleme machen. Oh, cool. Ja, und zumachen wieder so. So, und wenn irgendeiner kommt und hier denkt ihr, hu, ihr hört so im Hintergrund wieder ein Klicken durchgehend. Das, was einem wirklich ziemlich auf den Sack geht, vor allem wenn man hier irgendwie fünf Stunden drum ausprobiert, wie das denn nun funktioniert. So, und zwar seht ihr hier, dreht sich das hier durchgehend und blinkt es da oben und unten. Um das zu unterbrechen, könnte man rein theoretisch einfach zuschlagen, dann würden sich nur die hier noch weiter blinkend bewegen. Wenn ihr wollt, dass ich ein Tutorial dazu mache, wie das denn hier funktioniert mit dieser Endlosschleife, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ja, und sobald die dann hier verbunden sind, dann wird natürlich der Impuls auch auf die hier übertragen und die sind wiederum mit Dispensern verbunden, welche ich strategisch klug hinter einer Lavawand platziert habe. Hier seht ihr es nochmal. Ja, also sobald der Schalter gedrückt wird, sobald die Tür aufgeht, wird hier das Signal gestoppt, denn im Normalfall sorgt diese Leitung dafür, die von der Tür ausgeht, und wenn sie zu ist, dann blockiert die hier. Das heißt, dann kann das hier nicht weitergehen. Da das aber, wenn man die Tür wirklich aufmacht, ich mache jetzt mal zu, dann zeige ich euch nochmal praktisch, also Tür zu. Ihr seht, kein Kontakt. Hier ist dann eine Redstone-Fackel, die legt dann den Kontakt hier hin und der schaltet dann die Fackel aus und schaltet die Fackel hier aus. Ja, damit kann dann kein Kreislauf entstehen. Sobald man den Schalter dann drückt, also sobald hier die Redstone versiegt, damit ich jetzt mal so vormache, das hier, dann kann das hier wieder sich gegenseitig an- und ausschalten, so wie es lustig ist. Und die nimmt es gleich mit. Ja, und sobald irgendein Ahnungsloser reinkommt und die Tür da öffnet, weil er denkt, ja, super, da ist ja ein Schalter, ist ja lustig, weil er sich nicht die Mühe macht, hier rauszugehen, um dahin zu drücken. Natürlich kann man das hier noch tarnen übrigens, dann sage ich nichts gegen. Dann wird er hier, also eigentlich habe ich zuerst mal wieder so als recht böse erschrocken, kommt hier rein. Hört ein Klacken, läuft einfach geradeaus zu, es muss doch passen, und dann fällt man hier rein, fällt in Lava, und bevor man rauskommt, ist man tot. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode, wieder sehr kurz, aber ich freue mich, braucht es nicht schnell zum Hochladen. Ich verabschiede mich, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen nach oben geben, oder wenn ihr es richtig geil fandet, favorisiert es doch einfach. Wenn ihr irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten
Kunden habt, die es auch sinnvoller machen, zum Beispiel auf Multiplayer-Server oder so weiter, dann schickt mir zum Beispiel die IP oder sonst was. Bitte nicht Hamachi, ich habe keins, ich komme damit nicht rauf. Ich bin zu faul, mir selbst zuzulegen. Oder schickt mir eine Welt oder macht sonst was. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert doch bitte. Wir sehen uns dann, ich bin Don Jones. Bis dann.